So, wir haben wieder eine Entdeckung gemacht. Das ist die allseits bekannte Rentnerfuge, nennt man das. Das ist, die bildet sich, wenn man tagtäglich einmal am Tag dieselbe Strecke läuft. Dann bilden sich solche Rentnerfugen. Na, Jeff, lass es liegen. Wir gehen jetzt mal da hinten gucken. Da hinten sieht es so aus, als wäre da auch Sand. Wir haben hier schon ein paar Stellen mit Sand gesehen. Der Kerl freut sich immer einen Ast ab, wenn er Sand findet. Jeff, komm hier hin. Komm da raus. Wenn wir das gehen da. Vorne ist schönes Wasser. Kann er vielleicht mal ein bisschen baden gehen oder so. Vielleicht komme ich da auch rüber. Aber sieht nicht so aus, wa? Na, dann müsste ich auch den Stein, das ist mir ein bisschen zu rutschig heute. Wie so eine kleine Insel, wa? Muss mal schauen, ob es vielleicht keinen anderen Zugang gibt. Wenn nicht, dann könnte das doch der Hotspot in diesem Sommer werden. Auch zur Straße zu, ja. Da könnte man ja die ein oder andere Fete schmeißen, wa? Oder Tim? Ja, da kann ich dich rumrennen lassen. Wir können ein bisschen grillen. Man muss halt aufpassen hier. Hier bahnt sich auch schon so eine Rentnerfuge an. Die werden wahrscheinlich ihre Runden so laufen. Und wenn die dann so ein bisschen Rauch sehen, oder Jugendliche, die ein Fünkchen Spaß haben, dann rufen die gleich die Polizei. Und dann auch so einen freilaufenden Kampfhund. Das wird dann hart an der Grenze sein. Da müssen wir wahrscheinlich da ganz hinter, ne? Ja. Ansonsten werden wir hier wahrscheinlich ein bisschen öfter hingehen. Jetzt ist es ruhig. Hier hat der Hund alles. Wasser, Wiesen und die Hunde, die ich hier gesehen habe, die sind alle gemütlich drauf. Ach, den kannst du doch nicht rammeln. Bisher ist noch keiner weggerannt von ihm. Na, Jeff. Mal gucken. Wir laufen jetzt noch ein bisschen. Der Kerl nimmt wieder Brennholz mit. Jeff, wir haben nicht mal einen Ofen daheim. Ja? Der nimmt mit. Komm, nimm mit. So. Und ab geht's. Komm.